Ja, also ma das magische Sechseck, das sieht man in diesem kleinen Fenster als, das ist so ein mathematisches Puzzle, wo man hat eben 19 Variablen, die alle verschiedene Werte haben müssen, von 1 bis 19. Und die Summe von jeder Zeile und jeder Diagonale, also sowas soll alles 38 sein. Also es gibt dann auch größere magische Sechsecke, aber das ist einmal das Einfachste, was irgendwie nicht trivial ist. Und das Interessante ist, davon gibt es nur eine Lösung, wenn man Symmetrien rauswirft. In den Lösungen, die ich zeige, sind mal die Symmetrien nicht rausgeworfen. Dann gibt es eben 12 Lösungen. Eben 6 rotationssymmetrische und eben eine gespiegelte. Also dasselbe nochmal doppelt so viel Durchspiegelung. Gut. Ja, und ich habe das einmal, also es ist ein Suchproblem. Das heißt, man versucht einfach mal einer Variable einen Wert zuzuweisen und dann der nächsten und so weiter und schaut, wie das alles zusammenpasst. Und das habe ich hier einmal direkt implementiert. Und zwar habe ich mir dazu einige Hilfswörter definiert. Das Occupy sagt eben, nehme eben den Wert U für eine, also den verwende ich jetzt und da schaue ich mal nach, also ob das jetzt schon von einer Vari anderen Variable, ob schon eine andere Variable den Wert hat. Und wenn nein, dann gehe ich da gar nicht weiter. Und wenn ja, gehe ich gar nicht weiter. Wenn nein, dann mache ich alles, was sozusagen zwischen dem Occupy auf und zu Occupy ist, mache ich dann. Und wie das verwendet wird, sieht man hier. Also hier haben wir zum Beispiel irgendwie ausgerechnet, von A ziehe ich ab E, was noch, O und S. Und das heißt, ich kriege hier den möglichen Wert für J heraus und schaue eben, ob das schon besetzt ist. Wenn nicht, dann kann ich eben weitermachen und habe eben meinen Wert für J und kann mir noch ausrechnen hier. Nein, dann überprüfe ich nur mehr, ob die Werte, also an dieser Stelle sind schon alle Variablen eben gesetzt und ich überprüfe nur noch, ob die restlichen Diagonalen, die ich noch nicht überprüft habe, eben tatsächlich passen. Und wenn ja, dann gebe ich das aus. Und das ist sozusagen der innerste Teil und weiter außen fängt das einmal so an, dass ich da nicht nur auf Occupy gehe, sondern auch zunächst einmal 3 mache. Und 3, da probiere ich eben alle Werte von 1 bis inklusive 19 durch und schaue, ob ich eben, ob der Wert schon besetzt ist. Und wenn nicht, dann habe ich eben einen freien Wert, den ich eben der nächsten Variable zuweisen kann. Also und ich fange halt damit an, dass ich eben einen Wert für A versuche und das geht dann bis ganz nach unten. Da hören dann diese ganzen Tries auch wieder auf. Nachdem ich A versucht habe, also kann ich nichts weitermachen, also versuche ich einen Wert für C. Und zu diesem Zeitpunkt, also was man hier sieht, was ich auskommentiert habe in dieser Version von dem Programm, ich kann eben zu dem Zeitpunkt schon eine Symmetrie oder also eliminieren, indem ich überprüfe, ob A kleiner C ist. Aber die Version, die eliminiert diese Symmetrie nicht, deswegen ist das auskommentiert. Wenn ich A und C habe, dann kann ich daraus mir schon B ausrechnen und kann dann überprüfen, ob der Wert, den ich dafür B habe, potenziell tatsächlich auch überhaupt noch frei ist. Also ist der Wert frei, dann gehe ich weiter und sage, ich habe mein B. Wenn nicht, dann breche ich da ab und probiere eben
hier dann in der Schleife den nächsten Wert für C. Und wenn ich alle Werte für C durch habe, dann probiere ich weiter alle Werte für A. Und so weiter. Also das klappt dann eben, dass ich dann mit den nächsten Variablen, die eben als nächstes kommt eben L dran, wird versucht. Und wenn, sobald ich eine Variable habe, versuche ich möglichst viele Berechnungen durchzuführen, die gehen. Also wenn ich L habe und ich habe schon C, dann kann ich mir auch G ausrechnen und so weiter. Und am Schluss eben, wenn ich eben alles durch habe, dann kann ich und eben erfolgreich bin, kann ich eben hier das Ergebnis ausgeben. Gut, das ist sozusagen eine relativ einfache Variante. Was ihr vielleicht noch nicht kennt, ist diese Schreibweise mit den eckigen Klammern. Das macht mir ein großes Makro. Also das sorgt dafür, dass ich eben statt, dass ich hier diesen ganzen Schwung hier hinschreiben zu müssen, nicht hier beim Occupy hinschreiben zu müssen, brauche ich nur eben Occupy hinschreiben. Und diese eckigen Klammern, die sind halt dafür, dass ich dann nicht die ganze Zeit lauter Postpones schreiben muss, was man sonst hier tun müsste. Gut, das ist sozusagen die erste Lösung von dem Ganzen. Die ganze Geschichte hat mich eigentlich auch vor allem deswegen inspiriert, weil da hat dann einer in Complank-Forth behauptet, ja, Constraint Logic Programming, da geht das eh von selber. Und das hat mich angesprochen, weil ich meine Diplomarbeit im Jahr 1991 oder 1990 mit Constraint Logic Programming gemacht habe, und der hat behauptet, in Python haben die eben sozusagen dieses Constraint-Zeug in 1500 Zeilen gemacht, und das kann man in Forth nie und nimmer in so wenig Zeilen machen. Also da habe ich gemeint, na, das muss aber schon gehen, und ich habe dann eine Lösung dafür gemacht. Machen wir das. Da haben wir schon irgendwo den Buffer offen. Nämlich dieses hier, wo ich das eben oben ist eben jede Menge Zeug für also die halt diese Constraints und so implementieren, die ich euch jetzt nicht so genau erklären werde. Und da unten ist dann die eigentliche Beschreibung des Problems. Also ich erkläre mal zunächst lauter Variablen A bis S. Ja, und was jetzt fehlt, ist der Teil hier. Gut, also A bis S, also genau diese Variablen, die man hier sieht, und dass die alle eben Werte zwischen 1 und 19 haben. Und da habe ich ein Array von diesen Variablen, und ich habe einen Constraint all different. Und was passiert bei dem Constraint? Sobald eine Variable, also diese Constraint-Variablen sind eben nicht so klassische Variablen, die nur einen Wert haben können, sondern am Anfang haben die sozusagen alle möglichen Werte zwischen 1 und 19, und im Laufe der Berechnung, der Propagation von den Constraints, können die Werte eben, also der Wertebereich, sich reduzieren. Und kann man diese Störgeräusche da abtrennen? Ja, und genau, also, und eben irgendwann hat vielleicht so eine Variable dann tatsächlich nur mehr einen Wert. Und sobald sie die Variable nur mehr einen Wert hat, dann macht dieser all different Constraint bewirkt, dass dieser Wert von den möglichen Werten von allen anderen Variablen eliminiert wird. Und dann habe ich noch eben Constraints 3 Sum. Und also diese Constraints habe ich speziell für dieses Beispiel geschrieben. Also im Prinzip
sagt mir der, dass die Summe von A, B und C 38 ist und das wird so gemacht, sobald, ich glaube, sobald zwei Variablen eben einen Wert haben, wird die dritte Variable eben so gesetzt, wie sich es aus der Summe ergibt. Und natürlich hier mit vier Summen müssen halt drei Variablen einen Wert haben. Bei fünf Summen müssen vier Variablen einen Wert haben. Gut. Und was wir dann haben, ist, dass wir anfangen, indem wir die Variable, also das sieht man hier immer Label, und Label heißt, man probiert diese Variable alle, also in dem Fall, wird die Variable a auf den Wert, also auf einen von den möglichen Werten, die es hat, gesetzt. Und dann wird eben, wenn das funktioniert hat, wird eben der Rest hier ausgeführt. Und also ist im Prinzip so ähnlich wie vorher das mit den Schleifen. Nur ist von der Idee her passiert da eigentlich ein Backtracking, also sozusagen aber von der Implementation her sind das wieder Schleifen. Im Erfolgsfall geht es eben hier mit dem Ausführen von dem Zeug da drinnen weiter. Und im Fall, dass es ein Misserfolg ist, diese potenzielle Zuweisung, wird eben hier dann der nächste Wert für A probiert, solange bis man eben alle durch hat. Und am Schluss wird dann mit Froh eben immer, also um eben ein Backtracking einzuleiten, wird eben der Wert Failure mit Throw eben geworfen und eben das nächste Label fängt das auf und probiert den nächsten Wert, wenn dann noch einer da ist. Und ansonsten irgendwann am Schluss kommt das Catch dran und fängt das auf. Und wenn eben tatsächlich eben so eine Failure passiert, dann kommt dann No More Solutions raus. Ja, und hier braucht man eben nur sieben Variablen setzen, eben die sechs Variablen in den Ecken. Und dann hat man schon ziemlich viele andere Variablen, also die ganzen Variablen da an der Peripherie sind dann schon mal gesetzt. Und dann muss man nur noch eine von den restlichen Sätzen, nämlich in diesem Fall nehmen wir da die Variable e. Und dadurch, dass e gesetzt wird, wird automatisch f gesetzt, wird automatisch k gesetzt, o, n und i. Und wenn eben zum Beispiel, also dann sind eben hier von diesen Variablen auch schon vier bekannt und daher ist die Variable j auch gesetzt. Also hier kommt man eben damit durch, dass man nur sieben Variablen durchlabelt. Ja, und was der Unterschied zwischen der Variante mit den Constraints und der Variante ist, die ich vorher präsentiert habe, ist, dass sobald eben also eine Variable gesetzt ist, oder sobald ein Constraint eben irgendwie eine andere Variable weiter einschränken kann, macht er das. Und das kann eben schon früher sein, als in der anderen Variante passieren würde. Und das sehen wir in diesen Coverage-Geschichten. Und zwar haben wir hier die Coverage für das, was wir vorher gesehen haben. Und da sieht man eben, ja, wir fangen, also Coverage ist eben ein Werkzeug von GForth, was der Bernd geschrieben hat, wo eben man für immer am Anfang jeder Zeile und immer wenn irgendwo ein Kontrollfluss passiert ist, sieht man eben, wie oft da was der
durch diesen Kontrollfluss, also wie oft eben dieser Stelle ausgeführt wurde. Und heißt Coverage, weil man das auch beim Testen verwendet, um herauszufinden, ob etwas überhaupt ausgeführt wurde. Ja, wir sehen hier eben, okay, nach dem ersten Try passieren, hat man eben 19 Ausführungen. Und nach dem zweiten Try hat man in der ersten, also am Anfang noch 361, und nachdem man durchs Occupy durch ist, was in dem Try drinnen ist, sind es noch 342 und so weiter. Und das geht hinauf bis auf, wo sind wir da? 501.764. Also an der Stelle hat man sozusagen die meisten Ausführungen, und danach werden diese Tests immer effektiver und reduzieren das dann, bis wir am Schluss eben die 12 Lösungen, die halt eben herauskommen, wenn man die Spiegelungen und so weiter nicht entfernt, also die Spiegelungen und Rotation nicht entfernt, kommen dann 12 Lösungen heraus. Also, und das ist dann sozusagen da am Schluss. Und wenn man da weiter unten ist, ist man natürlich, hat man sozusagen das Spiegelbild von dem oben. Gut, also wir haben gesagt 501.764. Und wenn man sich jetzt das Ganze mit den Constraints anschaut, dann sehen wir, dass hier in dem Bereich, wo gelabelt wird, ist das höchste 45.752. Also die sind dann schon sehr effektiv, um den Suchbaum zu beschneiden. Aber ist halt in dem Fall nur ein Faktor 10, und das reicht nicht, um den Overhead zu eliminieren. Genau, und hier an der Stelle haben wir nur mehr 12. Also sozusagen an der Stelle, wie wir das gelabelt haben, hatten wir noch 30.000 Möglichkeiten, und durch das Labeling von E sind alle anderen sozusagen weggefallen, und wir haben nur mehr eben diese 12, die übrig geblieben sind. Ja, aber der Overhead eben von den Constraints ist eben so groß, dass die Constraint-Lösung für dieses Beispiel teurer ist, also bezüglich Laufzeit, und das sieht man auch warum, weil eben in All Different haben wir dann irgendwelche Sachen, die 5 Millionen Mal ausgeführt werden, und in Eresum C haben wir 8 Millionen Mal, also da sind eben, ja, wir haben zwar hier in der eigentlichen Suche weniger, aber dafür werden bei den Constraints eben mehr ausgeführt. Das ist aber trotzdem eine effektive Technik, wenn man, also wenn man es nicht so leicht, oder es gibt Suchprobleme, die sind halt komplizierter, da kann es effektiver sein, schon früher den Suchraum zu reduzieren, und dann ist der Overhead von den Constraints durchaus, zahlt sich aus. Ja, das war's, was ich zu diesem Thema sagen wollte. Vielen Dank, Fragen? Anton. Gibt es Fragen? Ja, was ist denn jetzt die Lösung? Zeig uns die doch Ah, auch mal. die Lösung, ja, also ich habe hier jetzt da die 12 Lösungen, genau. Da will ich euch, na, das ist nicht so interessant, oder? Ah, doch, das ist schon das Richtige. So, da ist nur irgendwie noch ein Mist dazwischen gekommen. Genau, wenn man sich's eben mit den Constraints anschaut, dann funktioniert das hier so nicht. Warum nicht? Woher habe ich es gerade noch gehabt? Ah, hier, genau. So, hier haben wir alle 12 Lösungen, und halt eine davon ist halt eben diese.
Und ja, die nächsten, also das ist, die nächste ist offenbar gespiegelt. Also da haben wir 19 und 17 vertauscht, ist hier die nächste. Und das hier, die ist dann wohl irgendwie eine rotierte. Der Neuner, der hier ist, ist jetzt hier. Und 15 war hier. Ja, also es sind alles irgendwie, das ist oben unten gespiegelt dann sozusagen. Aber ja. Also die 12 sind alle mehr oder weniger dieselbe Lösung. Das war jetzt die Sache mit den Constraints. Man merkt, es dauert ein bisschen Zeit. Und dann haben wir noch die Variante ohne Constraints. Das ist das jetzt mit All. Ah, warum will der jetzt nicht? Ah, da mit Bindestrich. Und das flutscht ganz schnell. Ist deine Frage beantwortet? Ja, danke. Gut, nächste Frage war vom Philipp, bitteschön. Ja, einmal bemerkenswert, dass es tatsächlich nur eine generell, also eine echt Unique-Lösung gibt. Finde ich spannend. Ja. Und meine andere Frage war, wie viele Zeilen Forth hast du denn jetzt für die Constraints Engine Ah. gebraucht im Vergleich zu den 1,5 Kilo Python? Das ist eine sehr gute Frage, genau. Das sind jetzt, so, das war Magic Hex. So, wir sind hier Zeile 263. Cool. Und da ist das Problem selber schon mit drin, ne? Genau. War das bei der Python-Lösung auch? War da sozusagen auch dieses typische Ich Problem glaube mit nicht, drin? ich glaube nicht. Aber ich würde mal davon ausgehen, dass die Python Library natürlich viel allgemeiner ist und eben noch eben jede Menge Zeug enthält, was eben nützlich ist, wenn man auch andere Probleme lösen will. Okay. Und hier habe ich mich auf das Minimum beschränkt, um halt dieses Problem zu lösen. Der Und Punkt. war sogar so voll, dass ich eben nicht einmal die Constraints reingemacht habe, die nötig wären, um die Symmetrien wegzukriegen. Und ist es auch generisch genug, dein System, dass man jetzt einfach Sudoku verwenden könnte statt dem magischen Sexsec? Müsste ich da einfach nur SAM9 definieren und wäre ich dann fertig damit, mehr oder weniger? Na, der Sudoku, das geht mit all different. Also Sudoku müsste eigentlich gut gehen, ja. Okay. Gut. Also da machst du ein paar all difference und die Sache hat sich. Ah ja. Brauchst aber 81 Variablen, ne? Ja, ist natürlich in der Hinsicht, Da schreibst also du mir, ja. das einzelne Sudoku hinzuschreiben ist etwas aufwendiger. Oder beziehungsweise du schreibst einmal ein Sudoku und dann fangst die 81 kannst du natürlich auch generieren und dann den Rest ist halt nur eben die einzelnen Variablen schon auf den richtigen Wert zu setzen. Ja. Okay. Ja, da schreibt man sich dann Sudoku-Parser halt dafür, weil. Ja, Ja, na natürlich. klar. Aber ich dachte mir nur, wenn man die Notation verwenden will, die schon da ist.